So, herzlich willkommen zur Rookie Racing League. Heute das B-Liga-Rennen in China. Bisschen verspätet, bisschen neben der Cup, aber jetzt werden wir immer. Schlimmer kann es ja nicht mehr kommen. Mein Co-Kommentator Zahnfee, der wird dann später auch nachkommen. So, das sieht relativ trocken aus. Mal schauen, wer zuerst rauskommt. Da fahren auch schon die ersten. Finden hier im schwarzen Mercedes. Bleiben wir doch gleich mal drauf, um die Strecke uns anzusehen. Oh ja, da müssen wir hier noch. Na, was sucht denn da die gelbe Flagge schon wieder? Oder wird es auch gleich, wer will vorne auf der Strecke seine erste schnelle Runde setzen? Ich bin mal gespannt, ob Edelmalz seine starke Performance weiter fortsetzt. Sein Teamkollege El Nacho dürfte jetzt auch sich entweder an den Controller mittlerweile gewöhnt haben oder er darf wieder mit dem Lenkrad. Schön, dass er es noch aufsparen. Ah, jetzt hat er es gerade angemacht. Aber das langt ja locker für eine Runde. Spätestens beim Anbremsen ist es wieder auf 100% gewesen. Prima. So, dann gucken wir mal beim Finn zu. Mit seiner ersten gezeiteten Runde. Geht ewig die Kurve, die geht ewig. Ja, Purple, erster Sektor ist klar, ist er erst auf der Strecke. Oh, gerade wurde ihm er weggenommen. Doppel links, Fokus auf die letzte nehmen, sehr schön gemacht. Hier nicht zu tief schalten. Rutscht man gerne in den ersten Gang. Ich hoffe mal, meine Stimme wird richtig übertragen, sonst, weil ich bin im Aufnahmemodus, da mein Twitch-Account, über den ich eigentlich übertragen möchte. Ich konnte ihn leider nicht aktivieren, da der andere nicht zu deaktivieren war. Dafür schon mal Entschuldigung. Deshalb werde ich das Qualifying separat aufnehmen und das Hauptrennen separat aufnehmen. Aber hier eine 1:30.295 von Brummi. Ui. Schön eng beieinander. Tobmei. Und weiter vorne ist noch
richtige, ein mit einer 1,31684. Wo kommt Tommy raus? Ah, eine 1,33. Fast so wie Giovinazzi vor einem Jahr. Da waren es 2 Jahre. Da ist er nur etwas weiter rausgekommen. Ich glaube, da war noch eine Pfütze. Nicht, könnt ihr mir mal einen Tipp geben. Aber auch eine andere Kurve. Anderer Ort, andere Kurve. Ja. Hat zuerst so ein bisschen ausgesehen wie die Stadt Zielgerade. So, wie sieht es bei Uno aus? Man sieht leider nicht den Sektor, die Sektorzeit, ob es Purple oder persönliche Bestzeit ist. Wird wieder getrödelt auf der langen Geraden. Keiner will dem anderen den Windschatten geben. Und Uno mit einer. Oh, was war denn das? Und hier die Zeit von Izfapri. Ab jetzt, okay. Wurde ihm anscheinend aberkannt. Mittlerweile Chris Hamm mit der Bestzeit. Hat er die nochmal unter. Nochmal einen draufgesetzt. Probi macht gleich einen Doppelstint. Oder will er aber nur noch schnell in die Boxengasse? Und wenn ich mir das ERS ansehe. Vielleicht auch gleich die Sektorzeit. Und sie wird. Sie verfärbt sich in grün. Also persönlich. Gut, es scheint ganz knapp zu werden zwischen Chris und Promi. Ah, wollte einfach nur noch schnell zurück. Hat's aufgegeben. Ups. Na, schau mal bei. Und Floxy. Der schon ein bisschen trainieren konnte. Beim letzten Sonntagsrennen. Hoffentlich hat er seine ERS-Probleme in den Griff bekommen. Dieses konnte er nicht abstellen. Also ist er permanent auf dem schnellen ERS-Modus gewesen. Sieht, wenn das seine Einführungsrunde ist, dann sieht es ganz so aus, als könnte er es immer noch nicht abstellen. Oder er hat es einfach aus Sicherheitsgründen etwas früher angemacht. Ich glaube, ich schließe mal mein Fenster. Ein bisschen viel los heute da draußen. Die erste Kurve nicht optimal getroffen. Hier in der Linkskurve immer ein bisschen auf dem Gas bleiben, da stabilisiert sich das Heck auch. Ein bisschen weit gekommen. Aber wenn du jetzt keinen groben Fehler machst, dann packst du deinen Teamkollegen. 1,53 sollte drin sein.
Und jetzt in den letzten Sektor. Schön mit dem schön den Bremspunkt treffen. Nicht so weit rauskommen. Und wo kommen wir raus? 1:31,9. Dann gehen wir doch gleich mal zu Steffi. Ah, die ist noch auf der Einführungsrunde. Warum lässt sie das RS denn überhaupt an? Svensson, Teamkollege von Steffi, ist ein bisschen weiter vorne. Oder labere ich jetzt schon der Mist? Nee, die ist wer gibt jetzt wem Windschatten? Oh. Ladies first. Doch nicht? Dann gehen wir doch klar zum Svensson. Der gerade die erste Kurve nimmt. Die Endloskurve. Fast genauso schlimm wie die Omega-Kurven in Hanoi. Komischerweise hat es diese Omega-Kurve, die ist auch ziemlich tricky in der Startphase. Komischerweise hat es in der Classic und in der Sonntags fast gar nicht gekracht in dieser Kurve. Richtig schön diszipliniert. Mal schauen, ob wir das hier in der B heute auch sehen. Svensson jetzt auf der langen Geraden nur noch. Zwei Kurven trennen ihn noch. Dann trifft er den Bremspunkt hier richtig. Hat er. So, wo geht die Reise hin? Und es geht auf P10 mit der 1:31,375. Die Anzeigen stimmen auch irgendwie nicht, weil ich habe hier 0 Runden immer noch stehen bei Svensson. Hier alle in der Box. Doggy the Kid auf dem Weg zurück. Ja. Und Jasperino versucht es anscheinend nochmal. Oder fährt er in die Box? Vielleicht klappt es. Die sehen wir es jetzt da. Ne, er klappt nämlich nicht ein. Entweder lädt er nochmal den. Was ja eigentlich Quatsch wäre, er hat noch genug Zeit in die Box zu gehen, sich nochmal neue Reifen zu holen und nochmal einen letzten Schuss zu haben. Tut er auch. Super. Steffi versucht es jetzt da. Auf ihrer Outlap. Ist jetzt gerade auf ihrer Outlap. Da scheint irgendwas passiert zu sein, dass er da nochmal die letzte Outlap einfach abgebrochen hat. Vielleicht ein Experiment mit dem Flügel, mit dem Frontflügel noch. Oder vielleicht ist er auch mit verkehrten Reifen rausgefahren, mit älteren Reifen aus Versehen.
So, und los geht die wilde Fahrt. Erstens sind jetzt Kurve 1. Ja, nicht. Ja. Zu weit innen geblieben. Und die ist schön getroffen. Die hier kann man noch im Qualifying vollfahren. Im Rennen dann eher lupfen. Gegen Rennende. Je nachdem, welche Reifen man dann drauf hat. Oh, absolute Bestzeit. Purple bei der Steffi. Hier ein bisschen verspätet, den DRS-Knopf erwischt. Ja, kann man mal durcheinander kommen bei so vielen Knöpfen auf dem Williams-Lenkrad. Was macht sie? Warum geht sie in die Box? Und Edelmals mittlerweile mit einer 1,29841 vor Chris Hamm mit einer 1,29914, der jetzt auch gleich auch wieder auf deine schnelle Runde geht. Und Edelmals hält er sich noch mal bereit. Oder war es das schon für ihn? Kriegt er seine ERS nochmal voll und sind die Reifen noch nicht so verschlissen? Dann wird aber knapp für ihn, wenn er da noch mal jetzt was machen will. Hier sehen wir jetzt dann noch mal unseren Chris Hamm, der jetzt noch mal versucht, die Zeit von Edelmals zu unterbieten. Der Luxemburger noch auf einer Outlap. Will sich anscheinend nochmal die Reifen anfahren fürs Rennen. Einfahren. Und wo geht's hin? Kriegt er noch? Nein, keine Verbesserung. Aber sehr, sehr schön eng. 1,29841, 1,94. 1,29914. Ja, so wollen wir das sehen. 1,29932 für Promi. Ein schöner Dreierpack haben wir da. Ja, die fahren alle nur noch aus. Finn mit einem kleinen Abstand zu Promi mit einer 1,30303. Aber direkt hinten dran schon wieder der Tilly. Mit einer 1,30405 und Jasperino mit einer 1,30425, auch schön eng. Und dahinter direkt auch schon wieder Doggy the Kid mit einer 1,30577. El Nacho auch direkt, der schöne. So wollen wir das sehen. 1,30613. Sieht sehr schön ausgeglichen aus heute. Mit einer 1,30,84 bist du immer noch in den Top 10.
ein bisschen schnell ausgesehen gerade. Mima mit leider mit der Quali-Strafe. Hat leider sein Strafregister ein wenig zu sehr ausgereizt. So, jetzt haben sie sich aber bald alle in der Box gesammelt. So, da haben wir sie jetzt nochmal alle. Auf der Pole der Edelmals. P2 Chris Hemm. Dritter Promi. Vierter Finn. Fünfter Tilly. Sechster Jasperino. Siebter Doggy the Kid. Achter El Nacho. Neunter der RL Luxemburger. Zehnter Digger. Elfter Svensson. Zwölfter Topmay. Dreizehnter It's Fabri. Vierzehnter Uno. Fünfzehnter Steffi. Flocks auf 16, 17 Kaibi und auf dem letzten Platz durch die Quali-Strafe Mima Racing. So, der Start. Im Wetterbericht habe ich leider keinen. Das sieht nicht mehr, das sieht ein bisschen dunkler aus als vorhin. Mal schauen. Ich kann ja mal fragen, wie das Wetter aussieht. Aber derweil muss ich ein bisschen warten, bis der Wetterbericht kommt. Ah, super. Durchgehend bewölkt. Vorgeschlagen. Vorgeschlagen wird von Pirelli auch eine 2-Stop. Entweder aus 2x Soft, Soft und Medium. Oder Medium, also Soft, Medium, Medium. Oh je, und in der C-Liga sehe ich gerade, da soll es regnen. Da regnet es im Rennen. Fast bis zum Ende durchgehend. Die werden Spaß haben. Mal schauen, wann mein Co-Kommentator Zahnfee noch dazu kommt. Wird alles ein wenig durcheinander. Aber privat geht vor Katastrophe. Hat mir mein Meister immer gesagt, privat geht vor Katastrophe. So, noch 2 Minuten. Dann sollte das Rennen starten. Ja, die armen Jungs in der C-Liga, die tun mir schon ein bisschen leid, das rennt die Strecke bei Regen. Ich hoffe, da kommen genug ins Ziel.
Könnten wir mal reinschnüffeln, weil die starten jetzt schon. Die sind schon ein bisschen weiter als wir. Während wir noch eine Minute warten, ist bei der C-Liga mittlerweile schon der Start. Und da sieht es ja richtig düster aus. Einige haben es ja dann gestern schon gesehen, wenn das hier übertragen wird. Da sieht man ja gar nichts. Da macht ja nicht mal die Einführungsrunde Spaß. So, wir haben 30, wir sollten jetzt losgehen. Und da geht auch schon der Timer runter.